Ich zeige dir jetzt, wie du ein gutes Journal für Blockly schreibst. Das Ziel vom Journal ist in erster Linie, eine Reihe von Anleitungen zu haben, welche dir selber helfen, künftige Probleme zu lösen. Wir machen ein Beispiel mit diesem Code, den du hier siehst. Ich habe hier einen kleinen Loop gemacht, der wird jedes Mal ausgeführt, wenn die Nähsensoren aktualisiert werden, das heißt 10 Mal pro Sekunde. Im Inneren habe ich eine Bedingung gesetzt und habe hier zwei Bedingungen miteinander verknüpft mit einem und. Das bedeutet also, der Sensor vorne links und der Sensor hinten links muss Nähe erkennen. Schlussendlich wird etwas damit ausgeführt. Auf der linken Seite habe ich genau erklärt, was denn der braune Block zu tun hat und was der blaue obere Teil hier genau speziell zu tun hat. Die Funktion mit dem Fragezeichen hier kannst du mit einem Rechtsklick auf dem Laptop mit zwei Klicks oder mit Control und Klick aufrufen. Das heißt, in diesem Fall haben wir hier Kommentar hinzufügen. Das können wir hier noch beim Grünen machen und dann kann man hier irgendetwas schreiben. Nun ist das ein konkretes Beispiel für eine Arbeit, die ich gemacht habe. Ich kann die in meinem Journal, das ich dann schreibe, verwenden. Mit Command Shift 4 auf einem Mac kann ich ein Screenshot machen. Und diesen Screenshot kann ich jetzt direkt in meinen Journal verwenden. So, wie sieht jetzt das Journal aus? Das ist schlussendlich in einem gemeinsamen Ordner nichts anderes als eine Google Docs-Datei, welche sinnvoll angeschrieben ist. Also zum Beispiel Max Muster oder irgendwie. Hier siehst du die Dokumentenstruktur, die zeige ich dir nachher nochmals. Und hier kommt jetzt ein sinnvoller Titel hinein. Also zum Beispiel, heute haben wir den 1.9., der 8.9.2020. Und das Thema war Verknüpfen von verschiedenen Bedingungen zum Beispiel. In Logikblöcken. Könnte ja auch ein größeres Thema sein, aber wir nehmen das jetzt mal als Titel. So, ich habe hier mal meinen Beispielblock und nehme hier als Problem, schreibe ich, wir wollen zwei oder mehr Bedingungen miteinander verknüpfen. Das könnte auch etwas völlig anderes sein, also zum Beispiel, dass man zu viele braune Blöcke benutzt hat und wie kann man das jetzt verbessern? Also das kann ein reales Problem sein. Hier ist es jetzt einfach konstruiert. Dann haben wir hier eine Lösung, wie man das machen kann und da kann man natürlich noch etwas dazu schreiben, wie zum Beispiel könnte ich jetzt hier schreiben, achte auf Folgendes und dann kann ich da noch irgendetwas ergänzen. So, wie sieht das jetzt aus? Ich möchte das Ganze bitte in einem einzigen File drin haben. Darum sollte das auch ein bisschen strukturiert werden. Also hier mache ich dementsprechend Überschrift 2 und kann hier, wenn ich dann eine Woche später dann wieder drankomme, dann kann ich hier meinen nächsten Eintrag machen mit dem nächsten Problem und diesen mache ich natürlich ebenfalls in Überschrift 2. Der Vorteil von dieser Methode ist, dass ich dann jeweils von Titel zu Titel springen kann
und direkt dort lande, wo ich eigentlich alles sehen möchte. Wie kann ich denn schauen, was denn so wie gelaufen ist über die letzten Wochen? Man kann auch im Versionsverlauf jederzeit nachschauen, was da gelaufen ist, wann was geschrieben wurde. Das ist dann mehr für die Kontrolle. Wichtig bei diesem Journal, wie du es führst, ist, dass du es jedes Mal führst, dass es keine Unterbrüche gibt und dass das, was du beschreibst, in diesem Fall auch ein späteres Mal wieder wirklich nutzbar ist. Du musst dir nicht hineinschreiben, wie es dir ging oder ob dir die Stunde gefallen hat oder nicht. Das ist nicht Zweck von diesem Journal, sondern es geht hier wirklich um Facts, um Anleitungen, um etwas, ein Dokument zu erstellen, mit dem du später wirklich wieder arbeiten kannst und das dir selber auch dann fürs nächste Mal vielleicht eine Hilfe sein kann.